Einen wunderschönen Willkommen zu einem Angefuchst, und zwar des kostenlosen Fan-Adventures Return of the Tentacle Prologue. Fan-Adventure, und zwar in den Fußstapfen, in etwas modern zum ehemaligen und immer noch Top-Spiel Day of the Tentacle von LucasArts, beziehungsweise Lucasfilm, früher LucasArts, jetzt Disney. Was gibt's zu sagen? Es ist ein Nachfolger, inoffizieller Nachfolger, irgendwie so den Dreh. Und Pupo Tentakel ist wieder zurück und versucht erneut, die Welt zu erobern. Und wie viel man jetzt hier erleben wird, oder komplett sogar, keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Wir gucken uns erstmal die Optionen an. Wir haben Grafik, Lautstärke haben wir bloß zentral. Ich muss mal gucken, wie laut die Lautstärke dann wirklich ist. Also aktuell scheint sie nicht so laut auf den Ohren zu sein. Mal gucken. Wir starten ein neues Spiel. Lass uns überraschen. Ui. Oh, schön animiert. Schön animiert. Wer klingelt denn so spät? Oh nein, die sind sogar fast ähnlich. Ach so, die Post. Vielleicht ist ja endlich eine Antwort auf meine Kontaktanzeige dabei. Für Hoagie. Eine Rechnung. Werbung für Billigjuwelen. Kennen wir. Ein Brief von Purpur-Tentakel. Was? Was? Als ich Dr. Freds böses mutiertes Tentakel das letzte Mal gesehen habe, musste ich mit Hoagie und Laverne ein verschwitztes T-Shirt teilen und in meiner Toilette rumwühlen. Haha, ihr dummen Menschen! Ich bin zurück, um die Welt zu erobern! Oh nein! Ihr werdet es bitter bereuen, meine Pläne durchkreuzt zu haben! Ich bin jetzt noch böser als je zuvor und werde dich, Laverne und Hoagie töten. Und zwar in dieser Reihenfolge. Hochverachtungsvoll, Purpur. Wie furchtbar. Purpur ist wieder zurück, will die Welt erobern und sich an uns rächen? Aber das Schlimmste ist, ich bin als Erster dran. Was soll ich tun? Ich brauche Hilfe. Dr. Fred. Nein. Auch wenn ich dachte, ich wäre die verrückten Edisons los. Aber es sieht wohl so aus, als müsste ich... Zurück zum Tollhaus. Ja. Yeah. Schon wieder. Ich muss sofort los. Doch ich sollte noch dafür sorgen, dass Hoagie und Laverne Bescheid wissen. Ein kurzes Tutorial. Na klar, wir nehmen alles mit, was wir können. Okay. Mauszeiger auf irgendwas zeigen. Ich krieg schon, okay? Aha, rechte Maustaste. Das ist der Brief von Purpur Tentakel. Links, okay. Oder Leertaste. Auf Popcorn ziehen. Da würde ihn niemand bemerken. Ach so. Okay, Tutorial ist durch. Warte mal, ich drück mal kurz Escape. Alles gut. Es gibt nur ein paar Stellen. Ich mach's mal so. Jawohl. Und das Spiel war weiter. Okay, fangen wir mal an. Also Leertasten. Ah, super. Wir haben eine Socke. Nehmen wir mit. Kochwäsche ist erst nächste Woche dran. Ach Mist. Die liegt schon 3 Tage da. Ein Schirm. Es regnet nicht mehr. Ja, dann mit. Es regnet nicht mehr. Okay. Ich hätte lieber einen gelben Regenschirm. Warum? Dort hängen wir wichtige Notizen auf, die wir alle wissen müssen. Ach so, dann hier. So, hier dürfte der Brief nicht zu übersehen sein. Jetzt kann ich los. Ja, ich will erstmal noch... Soll ich anpinnen? Nee, mitnehmen. Dort hängen wir wichtige Notizen auf, die wir alle wissen müssen. So, was haben wir hier? Schlüpfer, Laverne, Zimmertür. Mal gucken. Die Tür zu Lavernes Zimmer.
Ich soll nicht in Laverns Zimmer, wenn sie nicht da ist. Das hatten wir erst neulich. Ach so, hast du da vielleicht Dinge gesehen, die du nicht sehen solltest? Das ist die Band, wo Hoagie als Roadie arbeitet. The Bite, the Diabolische Pantry? Was sind Pantries? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso nicht? Besser nicht. Ein weiteres sinnloses Foto im Weltall. Och, so sinnlos ist auch nicht. Ich will Hoagie nichts wegessen. Uah. Mist. Genau einen Zentimeter zu groß für meine Hosentasche. Och, verdammt. Und ich dachte, wir könnten es mitnehmen. Da. Das muss doch anders gehen. Wie denn? Eine Erinnerung an den Moment, als Laverne, Hoagie und ich uns aus einem großen Pullover befreit haben. Ah, die Erinnerung. Oh, schön. Darin ist gar keine Lava, sondern zwei flüssige Stoffe mit ähnlicher Dichte und unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Ach so. Sie muss am Strom angeschlossen sein, sonst leuchtet sie nicht mehr. Mist. Was haben wir hier noch? Ein Computer. Bevor ich den wieder benutzen kann, muss ich den Heimel richtig konfigurieren. Der Heimel ist der High Memory gewesen. Für die Leute, die es nicht kennen, also bis vor Windows 95 war es ja so, dass es, da gab es DOS, ne? Gab noch OS halbe oder OS 2, aber es gab DOS und DOS hatte, wie hat Bill Gates damals gesagt, 640K sind genug, ne? Also es gab dann halt die 640K Speicher oder RAM, Arbeitsspeicher, und es gab noch den erweiterten Speicher, den High Memory. Den gab es einmal als Extended Memory XMS und es gab noch als EMS, oh Gott, keine Ahnung, wofür das stand. Die mussten jedenfalls in der ConfigSys konfiguriert werden, dass man diesen zusätzlichen Speicherbereich A erstmal freigibt bzw. benutzen kann und B auch bestimmte Sachen außerhalb des normalen 640K-Speichers in andere Bereiche wegschiebt, damit man genügend Platz und RAM hatte, um Spiele zu starten. Also es war sehr schwierig und ich hatte damals mehrere unterschiedliche Boot-Konfigurationen, die ich dann beim Auswählen, beim Starten, so ähnlich wie heute bei Windows 7, Windows 8, bei Windows 10 sieht man es stellenweise ja nicht mehr, konnte man die auswählen, je nachdem, welches Spiel man spielen wollte. Also sprich, hatte man da sich die besten Parameter rausgesucht, die man so brauchte, um EMS-Speicher, aber eben halt so viel wie möglich konventionellen RAM dann zu benutzen. Jedenfalls, coole Zeit damals. Was haben wir hier? Nichts weiter? Hier ist gar nichts weiter, was wir mitnehmen können. Okay, wenn wir hier nichts mehr mitnehmen können, dann gehen wir raus. Besser nicht. Okay. Oh ja. Ja. Cadmic Games präsentiert. Ein Cartoon-Adventure entwickelt mit Unity. Ah, leichte Variation, dass man keine Kopie hat, ne? Genial. The Return of the Tentacle Prologue. David Schonsheim und Stephanie habe ich nicht mehr lesen können. Das sind fast die gleichen Szenerien wie damals, nur in High Quality. Cool. Aber richtig, genau die gleichen. Oh, die Kuh! Vorsicht, die Kuh! Die Kuh! Die Kuh! Herrlich, herrlich. Herrlich. Und winkt sie ab, winkt sie ab. Komm, wink ab. Wink ab. Ja, 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 ja. Oh, ist das herrlich. Das ist so ein schönes Revival an damals. Oh. Musik basiert auf Melodien von Michael Zetland, ein Hammer-Komponist, Clint Bedjakian und Peter McConnell. Ron Gilbert, Mitentwickler. Oh, den habe ich persönlich mal getroffen. Cooler Typ. Dr. Fred! Sieh an! Wenn das nicht der größte Vollidiot ist, der dieses Haus je betreten hat! Dr. Fred! Pupo hat mir einen Brief geschickt. Er ist zurück und will Hoagie und Laverne und mich umbringen. Und dieser Brief ist echt?
Ja, ganz sicher. Die Farbe des Briefes war purpur. Wow. Außerdem hat er mit hochverachtungsvoll unterzeichnet. Meine Güte, dann muss es ja stimmen. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns helfen. So muss ich das. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch derjenige, der ihn vor 2 Jahren freigelassen hat. Also 2 Jahre ist Aber es Sie ja. haben Purpur erfunden. Und hätte Ihre Matschmaschine kein Mutagen in den Fluss gepumpt, dann... Außerdem will er wieder die Welt übernehmen. Na, wenn das so ist, ich habe auch schon einen Plan. Wirklich? Das ist ja großartig. Oh, ist das herrlich. Dr. Fred? Wo sind Sie hingegangen? Tja, wo ist er wohl hingegangen? Chuck, Chuck, Chuck. Der wird von Mal zu Mal größer. Aber sowas von. Hi, Chuck. Umarmen können wir uns später. Ja, ist klar. Nett. Kann man hier wieder raus? Ich glaube nicht, dass Dr. Fred nach draußen gegangen ist. Nein, kann doch gar nicht sein. Ist hier kein Papier? Oh, hier ist kein Papier. Schade, was ist das hier? Ah, das sind die Optionen. Okay, da wollen wir natürlich nicht hin. Oh, ist cool gemacht. Die Blätter sind nichts. Drücken wir mal. Funktioniert das? Nee, ne? Auf der Klingel steht drücken. Geht nicht. Hier ist der Tür. Nett. Ich glaube nicht, dass Dr. Fred in sein Büro gegangen ist. Ach komm, ist er da vielleicht hingegangen? Ich glaube nicht, dass Dr. Fred hier lang gegangen ist. Ah, ist hier wieder Geld drin? Warte mal. Halt. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Aber nicht jetzt. Oh. Das ist kein Mobiltelefon. Nee, aber man hätte Münzen. Wir wissen ja, wo das ist, ne? Ich glaube nicht, dass Dr. Fred nach oben gegangen ist. Aha, ein Geheimgang, pass auf. Das ist der Eingang zu Dr. Freds Geheimlabor. Das ist der Eingang zu Dr. Freds Geheimlabor. Okay. Hoffentlich schlage ich mir nicht wieder den Kopf auf. Vielleicht schon. Und zwar werden wir die überarbeitete Version meines Chrono Johns benutzen. Nein. Den Chrono Wash. Nein. Doch nicht schon wieder eine Zeitreise. Keine Angst, Bernhard. Diesmal wird alles funktionieren. Der Chrono Wash geht nächste Woche in Serie und wird weltweit verkauft werden. Oh oh. Allerdings sollten wir ihn vorher testen, da ich gestern noch ein paar Kleinigkeiten daran geändert habe. Oh, das kann nur schief gehen. Und wie machen wir das? Wir könnten Eds Hamster benutzen. Schön, solange nicht ich das Versuchskaninchen bin. Bloß nicht. Am Ende vermasselst du noch alles. Und jetzt beeil dich, du musst den Hamster finden. Was? Warum denn ich? Damit du mich vor Purpur retten kannst. Aber sie wollten doch uns vor Purpur retten. Eben. Und darum wirst du auch den Hamster holen. Na gut. Was ist hier passiert? Nett. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ja. Besser nicht. Okay, das... Diese Zeitmaschine wird von einem ziemlich teuren Diamanten betrieben. Ja, den haben wir im ersten Teil haben wir den gekauft auf Kreditkarte von ihm. Danach ist er pleite gewesen. So, ich guck mal hier kurz. Dr. Fred. Dr. Fred. Was ist denn noch, Bernhard? Du solltest doch Eds Hamster holen, damit wir die Zeitmaschine testen können. Ach so. Ja, aber... Oh ja. Wie geht es eigentlich Ihrer Familie? Hör auf, Interesse vorzuheucheln und mach dich an die Arbeit. Aber ich wollte doch nur... Ach, schon gut. Ist so herrlich, ist so herrlich. Wie geht es Edna? Als wir vor 2 Jahren mit Purpur beschäftigt waren, hatte wohl einer unserer Gäste Edna die Treppe runtergeschluckt. Nein, wer Was? Konnte das sein? Wie furchtbar. Ja, echt. Wer denn? Das wissen wir nicht, weil sie sich seitdem weder bewegen noch reden kann. Zum Glück. Diese alberne Frage hättest du mir ruhig in einem Brief per Post schicken können. Sie hätten doch gar nicht die Zeit gehabt, auf meinen Brief zu antworten. Eben. Die würde ich auch nicht brauchen. Okay. Ich könnte mir meine Antwort einfach mit der Zeitmaschine aus der Zukunft holen. Mhm. Okay. Wie geht's Ed? Ganz gut, glaube ich. Er sammelt jetzt Pilze. Oh. Krank. Du musst es ja wissen. Was sammelt er denn für Pilze? Ich habe schon für seine Briefmarkensammlung so wenig Interesse gehabt wie für dich. Schon gut, schon gut.
Statt mich so unwichtige Dinge zu fragen, könntest du dich bei der Rettung der Welt endlich mal nützlich machen. Aber ich muss doch alles wissen. Ich muss alles wissen. Und Ted? Was macht Ted? Der liegt im Bett. Oh. Wo schläft er denn? Ich glaube, ihn zuletzt auf dem Dachboden gesehen zu haben. Okay. Haben Sie eine Idee, wo der Hamster sein könnte? Der Hamster sitzt meistens in Eds Zimmer und liest Zeitung. Wenn du ihn dort nicht finden kannst, wirst du auch noch in den anderen Zimmern nach ihm suchen müssen. Mhm. Okay. Okay, was haben wir hier noch? Ui. Was ist eigentlich mit Ihrem Labor passiert? Oh, ein kleiner Unfall. Ja. Ich habe mit einem neuartigen Kleber experimentiert. Okay. Was ist das für ein Kleber? Okay, ich geh dann mal. Weißt du, darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Oh, schön, wie er sich freut. Ah ja, okay, wir gehen mal weiter. Was haben wir hier? Verklebtes Geheimlabor? Nett. Na, nett ist, ja. Eine geniale Erfindung von Dr. Fred, die durch die Kraft eines Hamsters Unmengen an Strom erzeugen kann. Sie zählt sogar zu den regenerativen Energiequellen. Und dann alles in die Superbatterie reinleiten. Das war der Hammer. Was haben wir hier? Wasserhahn. Ein Wasserhahn. Ich sollte zuerst etwas anschließen, bevor ich den Hahn aufdrehe. Okay, da kommt irgendwas, was wir anschließen können. Ein Schild. Das Schild steckt in der Matschmaschine fest. Ist aber nicht gut. Den fasse ich besser nicht an. Ja, der war alles. Was ist das hier? Hamstergeneral? Okay, Lobby. Gut, wir gehen jetzt mal raus. Der war das Unheil allen Übels hier. Sehr gut. Oh, wunderbar animiert. Das ist wirklich schön animiert. Halt, wir gehen erstmal unten gucken. Wo ist der Hamster? Sie ist verschlossen. Oh, wo ist der Hamster? Ja. Oh, Uso der Clown. What? Nochmal, komm, der war gut. Yeah. Und? Okay. Ha, ha, ha. Du bist irgendwann fällig. Dieser Clown macht mir immer noch Angst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist das hier, eine Bühne? Als Kind wollte ich Stand-Up-Comedian werden. Ah, aber gut. Ich bin allergisch gegen Tomaten und Eier. Lieber nicht. Was haben wir noch? Kisten? Ich räume das nicht auf. Warum nicht? Scheint so, als war hier gestern eine große Halloween-Party. Die Dekokisten sind noch nicht weggeräumt. Wir kommen da nicht in die Küche, wir brauchen noch den Kaffee. Eigentlich kommt man durch diesen Kamin hoch auf das Tollhaus. Mhm. Aber so würde ich mich verbrennen. Ein Kamin? In meiner Hose? Tollhaus ist übrigens Maniac Mansion, ne? Also nur mal so. Wir waren hier nämlich schon ganz früher. Was war das? 88? 89? Ja. Kamin, Augen im das Glas. Das fasse ich nicht an. Warum denn nicht? Die sind gut. Ich fühle mich beobachtet. Oh. Hier ist nichts weiter drin. Haben wir hier... Ted! Oh, Ted ist da. Oh, Ted ist super. Junge, ich habe dich seit 2 Jahren nicht gesehen. Hast du dir einen neuen Verband machen lassen? Du benutzt noch immer das gleiche Eau de Mumie. Herrlich. Du weißt nicht zufälligerweise, wo ich Eds Hamster finden kann? Wie kannst du hier nur herumsitzen und dich betrinken, während Purpur versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Also Ted. Naja, wenigstens ist das Wetter okay, was? Hm. Junge, irgendwie erinnerst du mich an Laverne. Sie studiert Medizin und hat auch gelernt, wie man einen Verband wechselt. Eure Redensart ähnelt sich oft. Also, ich rette dann mal wieder die Welt. Okay, hier ist übrigens der Salesman, der die ganzen Gimmicks und Tricks verkauft hat in Day of the Tentacle 1. Er hat so die Scherzzigarren und hier Peng-Pistole, ne? Wo nicht eine Kugel rauskommt, sondern was anderes. Lustiger Typ. So, das war hier zu. Warte mal, ist draußen vielleicht was offen? Wir können rausgehen. Oh mein Gott. Oh, da ist ja noch der Rest von der Schale. Hier ist eine Schale runtergefallen. Ja. Oh, Briefkasten. Er ist offen. Okay. Parkplatz ist auch. Oh, komm, das ist ein Auto von Sam und Max. Ein Polizeiauto? Das muss doch anders gehen. Ja, wie denn? Das ist das Polizeiauto von Sam und Max, definitiv. Tollhaus, okay. Aha. Hier geht's hinter dem Tollhaus. Oh, Pauli, der Maulwurf. Er sieht bestimmt aus im Untergrund. Komm her. Er verschwindet zu schnell.
Ich kann ihn so nicht fangen. Ah, okay. Frische Farbe. Das ist vor allem pink. Das wollte ich eh nicht anfassen. Ja, nimm mit. Das muss doch anders gehen. Okay, das muss anders gehen. Rohre, Dings. Ah, guck mal hier. Ich kann direkt in Dr. Freds Labor sehen. Da ist die Matschmaschine, der Hamstergenerator und ein Wasserhahn. Wasserhahn, da können wir was anschließen. Schlauch. Armer Maulwurf. Armer Maulwurf. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ich auch nicht. Zu langweilig. Nett. Okay. Doppelklick geht auch für schnelles Wechseln. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal nach oben gucken. Was? Guck mal, da oben sind noch die Einschusslöcher. Macht dieses Haus eigentlich alle verrückt? Ja. Oh, die Eistruhe ist kaputt. Die Truhe sieht kaputt aus. Da hat sich sogar eine Pfütze gebildet. Verdammt, da haben wir doch den Hamster eingefroren. Ich brauche keine kaputte Gefriertruhe. Warum nicht? Die ist gut. Die Hochzeitsnachtsuite. Oh, die machen wir auf. Sie ist verschlossen. Oh, was ist hier passiert? Die Münzen scheinen wohl oft durchzufallen. Ah, abgerubbelte Flecken. Ah. Fitnessriegel, gekühlter Kaffee und Rumkugeln. Einmal rumkugeln bitte, aber bitte nicht in meinem Laden. Genau. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss auch anders gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, das wird dann wahrscheinlich später kommen. Ich guck mal hier rein in Zimmer 101. Oh nein! Und? Was das ist der Hamster. Nun? Falls du noch einen Selbsterhaltungstrieb hast, solltest du so langsam anfangen zu reden? Wer seid ihr denn? Wir sind Sam und Max, Freelance Police. Wir sorgen für Recht und Ordnung. Mit Gewalt, wenn möglich. Ich bin Sam und das ist Max. Du wirst mir auf der Stelle sagen, für wen du arbeitest. Oder ich mache dich mit meiner sadistischen Seite für übertrieben hohe Gewaltanwendung bekannt. Was macht ihr hier? Wie du siehst, konzentrieren sich unsere Ermittlungsarbeiten gerade auf das Verhören eines Tatverdächtigen. What? Ihr verhört einen Hamster? Allerdings. Und er scheint bestens darauf vorbereitet zu sein. Hey Sam, er hat sich für die harte Tour entschieden. Ist er nicht klasse? Ist das herrlich? Was auch immer du mit ihm anstellst, Max. Er muss danach noch reden können. Passt bitte auf, dass sie ihm nicht wehtut. Lektion Nummer 1. Woher die Redewendung schwarz sehen kommt. Seid doch bitte vorsichtiger. Hey Max, müsst ihr jetzt nicht Sterne sehen? Erst wenn sein Gesicht nicht mehr an der Wand klebt, Sam. Oh, ist das süß. Wie wäre es, wenn ich dich etwas bräune? Oh mein Gott. Wisst ihr was? In einer Pfanne weiter. Oder einem Toaster? Das spiele ich weiter, aber das mache ich aus der nächsten Folge. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ich Euer warte. Firefox. Ja, ich warte auch.